Hallo und herzlich willkommen zurück. So, wie versprochen bin ich jetzt wieder Torwächter. Ich habe die Alissa noch nicht verkauft. Wollte euch aber gleich mal was zeigen. Und zwar der Kalender ist jetzt aktiv geworden. Das ist ja beim letzten Mal so ein bisschen für Verwunderung gewesen bei mir. Toller Satz, ich weiß. Hat mich letztes Mal ein bisschen verwundert, dass ich auf einmal in dieser Gerichtsverhandlung gelandet bin. Das hat tatsächlich mit dem Rang eines Torwächters zu tun oder mit dem Amt eines Torwächters zu tun. Was mir jetzt hier aber auffällt, wir sind im Sommer 1402. Das nächste Gerichtsverfahren wäre 1408. Also irgendwie ist das hier gerade ein bisschen buggy. Das haben sie ja aber schon versprochen, wird noch gefixt im nächsten Patch. Wir können das höchstens hier reingucken, was hier los ist. Der Ratsbittel Jobst ist derjenige, welcher mit mir zusammen abstimmt, während der Angeklagte Laura Bromberger ist, die ja wiederum unsere Verbündeten sind, komischerweise, also irgendwie Freunde sind. Es ist 1406 geschehen. Jetzt ist die Frage, ob es überhaupt noch zu dieser Gerichtsverhandlung kommt oder ob die schon geschehen ist. Ach, das ist ja drücklich. Ich kann das vorher schon bestimmen. Oder auch nicht. Gut. Das nächste, was ich vorhatte, ist ja die Alissa zu verheiraten. Nicht zu verkaufen, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, sondern zu verheiraten. Und da habe ich jetzt leider festgestellt, vom Alter her gibt es eigentlich keine passenden Kandidaten, außer von einer anderen Dynastie. Und also ich scroll jetzt hier mal runter, zeige es euch. Hier steht überall, dass es eine Dynastie ist, bei denen die in passendem Alter wären oder aber, dass sie halt schon zu alt sind. Also ich meine, okay, 29 jetzt hier bei dem Jobst wäre noch in Ordnung, aber da ist die Fruchtbarkeit schon wieder sehr gering. Ja, mit 30 ist man schon nicht mehr in der Lage, angeblich. Und ansonsten sind die ja alle über 40, 50 und so weiter und so fort. Und das finde ich ja doch ein bisschen zu riskant. Deswegen würde ich es mal einfach mal aus Interesse probieren bei dem Lothar Nummer 3. Es gibt ja dreimal Lothar hier. Aber der 16-Jährige hier ist der, wo es am erfolgreichsten ist, hier mit 78%. Indem ich da richtig eine Beziehung eingehe und das nicht per Abmachung treffen mache. Und dann sage ich jetzt hier einfach mal Ja. bestätigen. Dann läuft sie nämlich schon mal los. Wir können die Hannelore mal wieder Ich bin zum zur Stelle. Einfluss sammeln schicken. Ach, ja, ist gut. Aber wenn ihr mich fragt, dann würde ich viel lieber einen Becher Wein trinken, als mir die Hände schmutzig zu machen. Ja, dann macht das. macht sie es jetzt auch? Ja, macht sie. Bong, bong. Jetzt gibt es gleich wieder einen Zeitwechsel. Ach ne, wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Mal gucken, ob wir überhaupt noch rankommen jetzt an den Lothar. Ich bin gerade beschäftigt. Er fragt sich bloß, wo der sich wieder rumtreibt. Ja gut, ist ja auch eigentlich egal, weil, was ich mir überlegt habe, wir waren ja eigentlich schon mal so weit, dass wir einen Stadteinzug haben. Sobald wir die 5950 haben, möchte ich gerne das Bürgerhaus in der Stadt bauen und dann noch bei den Betrieben. Moment, nee, nicht hier, sondern da. Kräuterkunde. Noch die Schriftgelehrtenbude, die Medizin 1 und die Alchemie 1 freischalten, sodass wir von jedem 1 haben, um dann halt hier mal schneller wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Weil ihr seht es ja mit gerade mal 2 Betrieben, die ich jetzt habe, das dauert schon ziemlich lange eigentlich. Gut, stört mich doch nicht. Ihr seht doch, dass ich mir gerade einen Becher Fett erledigt. Gut. Normalerweise sieht es das Spiel ja auch selber vor, soweit ich es verstanden habe, dass man das mit mehreren Betrieben macht. Und jetzt ist hier tatsächlich das Gebäude hinüber, ne? Dürfte ich da jetzt rotzefrech was draufbauen? Nee. Schade. Ah, aber hier könnte man wieder bauen. Das war ja an dem alten Spielstand nicht so schön machbar, ne? Zumal ja die KI im alten Spielstand auch alles zugekleistert hat. So, hier ist wieder ordentlich Ansehen dazu gekommen und Einfluss. Lasst mich euren Plan erfahren, mit dem ihr. Ja, wie ich schon erwähnt, also jetzt kann man hier, ihr seht es ja, es geht ratzefatze Ich kann schnell hier. gerade Oh, nicht. jetzt haben wir die Gerichtsverhandlung. Wieder Gerfried Illmann. Achso, ich hatte ja geladen, ne? Musste ich ja machen. ich kann hier leider nichts machen. Hört doch mal auf, mich Achso. immer Ich anzuklicken. musste einen Mausklick benutzen statt P wie Pause.
Ja, also ich werde nicht beeinflusst, ich kann nicht beeinflussen, jetzt gerade hier im Moment. Das ist halt leider buggy, wie gesagt. So, jetzt ist da auch eine Strafe verhangen worden. Ja? Feierabend? Gut, was nein, ist das? Nicht Feierabend. Du wirst alles bitte noch für mal unsere Dynastie. So, hat es geschafft? Wo ist denn der jetzt? Ah, er ist drauf eingegangen. Dann kriegt er jetzt mal einen Blumenstrauß. 92%ige Wahrscheinlichkeit. Ja. Gucken, wo der sich jetzt wieder rumtreibt. Ich hoffe mittlerweile, dass bei mir Auflösung und Ton jetzt wieder gut hinhauen. Ich habe nämlich echt ein paar Aufnahmefehler gehabt, mehr oder weniger, von den Einstellungen her. Habe das jetzt alles nochmal komplett neu eingestellt, so wie es eigentlich sein sollte. Und hoffe doch ganz stark, dass zumindest im Tageslicht das nicht mehr so düster ist hier. Oh! Eine Hochzeit ohne Zustimmung, was? Aha. Dass sowas auch geht. Gut, also Rechtsklick geht leider immer noch nicht. So, wir hatten hier Erfolg. mal ein Küsschen geben? Nee, ist nicht erfolgreich genug. Kompliment machen. 80%? Ja, probieren wir gleich mal. Komm mal her, Lothar. Nee, was ich sagen wollte, ich hoffe mal ganz stark, dass die Auflösung jetzt hier wieder hinhaut. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Süßholz. 68% nur. Küsschen. 60%. Aber ist schon erfolgreicher. Also erfolgswahrscheinlicher als vorher. Das hier wahrscheinlich noch gar nicht. Genau. Gucken wir nochmal nach dem Blumenstrauß. Nee, geht gerade nicht. Das haben wir gerade noch. Für wie lange? 5 Minuten. Na komm schon. Das probieren wir noch und dann... Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Hoffe ich doch mal stark, dass er gewillter ist, die anderen Sachen anzunehmen. Jetzt komm mal her hier. Jawohl! 83%. Oh, der ist schon sehr gewillt mittlerweile. 69%. Drück mir die Daumen! Komm gleich mal her, Lothar, hier, bevor du wieder wegrennst. Ah, verdammt ich! Muss halt nochmal so rumprobieren. 74%. Endlich wieder was zu tun. Das wollte ich euch gerne mitteilen. Das war erfolgreich. Blumenstrauß nochmal. 90%. Komm schon. Und dann werden wir wahrscheinlich dasselbe Ereignis haben, dass wir heiraten ohne Zustimmung. Oh, ihr seid aber laut heute. So, das hat geklappt. Jetzt muss ich aber mal... Ich habe mich dummerweise in meiner Hektik auf Zurücksetzen statt auf Bestätigen geklickt. Dementsprechend ist das hier alles noch ein bisschen lauter als vorher, glaube ich. Genau, bei SFX müsste ja meines Verständnisses nach die Lautstärke der Kämpfe zum Beispiel sein. So, Spiel fortsetzen. Gleich wieder auf Pause hier. Wie ist ja, der rennt ja mal gleich los. 84%. Komm schon. Ja. Der steht kurz davor, ja zu sagen. Du renn doch nicht gleich wieder weg. Komm her, Lothar. Eure Haut ist so rein. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Das hat funktioniert. Und können wir jetzt? 98%ige Wahrscheinlichkeit. Käsetoast? Genau. Jetzt haben wir das hier. Das könnte zu Schwierigkeiten führen. Okay. Nein, ich will keine Abmachung treffen. Der soll ja bei uns rein heiraten und nicht andersrum. Mist, der hat Nein gesagt. Ach, Manu. Wisst ihr, was ich wieder vergessen habe? Timer stellen. Ah, verdammt. Ich fange jetzt schon mal an, den zu stellen und dann muss ich mal kurz nachgucken. Verdammt, ey, das ist einfach mein Steckenpferd bei mir. Stuart. Und dann seht ihr gleich mal kurz mein Aufnahmeprogramm. Wir sind jetzt schon bei 10 Minuten. Okay, also mache ich jetzt noch 20. So. Das ging jetzt leider schief, ne? Aber wir sind noch in einer Beziehung, oder? Anscheinend. So, komm mal her hier. Sicher. Macht das jetzt alles nur zur Zeitüberbrückung, ehrlich gesagt.
Andauernde Regenfälle sorgen für Überflutungen. Macht er hier? Aha. Nee, ich mach das jetzt echt nur zur Zeitüberbrückung, bis wir hier noch Knete haben. Aber warum darf der weiterrennen, verdammt nicht? Und ihr habt es ja gesehen, wir haben nicht wirklich eine bessere Alternative im Moment. Außer dieser eine 29-Jährige. Und hier ist auch was eingestürzt. Apropos einstürzen. Das müssen wir immer mal noch nebenbei machen hier. Da würde ich mir wünschen, dass das automatisch geht. Kommt hoffentlich noch. Ich kann gerade nicht. So, sie läuft immer noch hinterher. Jetzt beschleunigen wir mal hier. Dann können wir gleich sehen, ob dann die Auflösung wieder richtig funktioniert. Ich hoffe es. Ich werde dann auch definitiv direkt... Oh, jetzt habt ihr Waschlappen keine Wirkung mehr. Ich werde dann auch definitiv direkt nach dieser Aufnahme hier mal gucken, ob das jetzt alles so hingehauen hat. Ihr werdet stolz auf mich sein. Klasse, so. Endlich wieder was zu tun. Keine Ahnung, wo der schon wieder hinrennt, ey. Wie alt ist denn dieser Norbert hier? Ja. Hallo? Norbert? Okay. Hitboxen hier. Der ist 19. Oh. Ich jetzt nicht, bitte. Okay. Wir geben mal wieder Vollgas. Das ist jetzt auf jeden Fall immer ruckelig. Eure Haut ist so rein. So, das hat schon mal funktioniert. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Was? Aber zum Glück habe ich ihr schon Gambeson und so gegeben. Von dem Lothar? Will er mich verarschen? Ist ja jetzt nicht wahr, ne? Ihr habt den Kampf gewonnen. Puh! Dann halt nicht. Dann wir waren anderen. Aber wen? Oh ja, doch mal kurz Pause machen. Vielleicht ist ja jetzt jemand anders verfügbar. Oh, sieht schlecht aus. Also der beste Kandidat ist gerade hier der 27-jährige Achim. Dann probier ich's mit ihm. Das geht schnell. Meine, wenn die mich jetzt hier auch noch angreifen, das geht ja mal gar nicht, ne? Zumal wir ja eigentlich freundlich gesinnt waren. Immer noch so laut, ne? Buhu! So, Achim, komm her hier. Oh, ist das laut. Nein! Nein! Bisschen schneller. Nein! Oh, das ging super jetzt hier. Na, willst du noch ein bisschen... Nee, warte, er hier. Alles für unsere Dynastie. Bisschen Komplimente. Nein! So. Oh, ich glaube, der würde schon ja sagen. Na, pass auf. Ah, ich darf noch nicht. Na dann, sorgen wir für Sicherheit. Selbstverständlich. Nein! Lass mal ein bisschen schneller laufen hier. Das war erfolgreich. Nein! Ah, komm schon. Oh, ist das laut. Mann. So, jetzt aber hier. Achim, komm her, heiraten. Und während sie zu ihm rennt, werde ich nochmal die Einstellungen mir angucken. Das geht aber gar nicht hier. Vielleicht ist es doch der Regler gewesen. Ich weiß es nicht. Machen wir mal 60. Ich habe mir dummerweise immer noch nicht gemerkt, auf welchen Regler ich das immer drauf hatte. So, fortsetzen. Ja, ihr Verbrecher hier, bleibt doch stehen. Wir haben es doch nur gut gemeint. So, Achim, wo rennst du hin? Komm her hier. Ich denke, ihr würdet einen ganz guten Ehemann für mich abgeben. Ich bin heute im Angesicht Gottes zusammengekommen, um die Verbindung dieser beiden Familien im heiligen Stand der Ehe zu bezeugen.
Mögen Sie stark bleiben, viele Kinder haben und weiterhin leuchtende Beispiele an Gottesfurcht und Rechtschaffenheit für uns alle sein. Nein! So viele Frauen, die ihn wollen. So, schön. Das haben wir jetzt. Ihr werdet geachtet. Jetzt würde ich gerne mal wieder dahin zurück, wo wir eigentlich hingehören. Oh, es ist laut. Also, irgendwas funktioniert denn noch nicht richtig. So, dann die Karte auch wieder richtig rumdrehen. Was gibt es? Und da soll sie mal mitmachen. Stimmt, das ist eigentlich noch wichtiger. Sie soll jetzt mal nach Hause gehen. In die 1. Wird erledigt. Und da wiederum müsste ja jetzt auch der Achim sein. Genau, da ist er. Weil dann sollen die beide schon mal für Nachwuchs sorgen. Jetzt nicht, bitte. Wo rennst du bitte hin? Ah, ja, so. Ist gut. Aber wenn ihr mich fragt, dann würde ich viel lieber einen Becher Wein trinken, als mir die Hände schmutzig zu machen. Tja, ist ja schön für dich. Es ist mir aber scheißegal. Wir müssen hier weitermachen. Achso, wieder aus dem Wendemereignis. Wow. So. So, wie sieht's denn langsam aus? Oh, wir können das Haus bauen. Das werden wir dann gleich mal in Angriff nehmen hier. Ein schwerer Schneesturm wütet im Land. Das ist aber auch schön. Ah, jetzt geht das wirklich. Jetzt gucken wir uns mal noch ein schickes Haus aus. Poh, 15.000 für die Junkerhäuser. Junge, Junge. Ja, welches würde ich jetzt nehmen? Ich glaube das hier mit dieser schönen Terrasse davor. Solide gebaut, ja. Da würde ich mir gleich schon mal eine Stelle versuchen rauszusuchen, wo wir dann halt auch unsere Betriebe errichten. Kann ich nicht zwischen? Ach, schade. Ich will halt nicht den Bauplatz schon blockieren, deswegen. Nehmen wir mal hier die Ecke. Und dann werden wir dann die Dynastie auch umziehen lassen. Diesmal nicht so wie beim letzten Mal. Ah, Tiere sind leider immer noch ohne Animation. Ach ja, heute ist übrigens der 23.04. Also noch kein weiteres Update. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir Anfang Mai, Mitte Mai das nächste Update bekommen. Und dann werde ich natürlich wieder zeigen, was hinzugekommen ist. Und bis dahin versuche ich jetzt aber hier mal so schnell wie möglich, so weit wie möglich zu kommen, um halt verschiedenste Betriebe zu haben, um zu gucken, wie stabil mittlerweile das Spiel ist. Klickt nicht immer so heftig, bitte. So, du kannst dich schon mal hier auf den Marktplatz stellen. Alles für unsere Dynastie. So, ist sie jetzt da? Sie ist da. Na, dann soll sie mal schwanger werden, bitte. Wird erledigt. So. Sobald das gemacht ist. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Sehr schön. Können wir nämlich umziehen. So, sehr schön, sie ist schwanger. Genau. Super. Das gefällt mir. Dann können wir nämlich jetzt sagen, Wohnsitz verlegen. Zack. Und die andere alte Hütte könnten wir zum Verkauf anbieten. Ich habe aber letztens noch vorgelesen, es geht nicht momentan. Von daher sage ich Tschüss. Also außer ich würde das per Verhandlung machen oder so, dass ich das richtig an eine andere Gilde verkaufen würde. Das funktioniert aber leider nicht immer so gut. Jetzt nicht, bitte. Hier ist auch ein Gebäude hinüber. Das war ein Konkurrentengebäude, ne? Okay. Jetzt nicht, bitte. Ach, jetzt laufen die dahin, um den Umzug geltend zu machen. Okay. Tja. Dann muss ich gleich mal gucken, dass ich hier noch einen Angestellten reinziehe. Was ich aber gerade gar nicht machen kann, wie mir gerade einfällt, ne? Genau. Dazu müsste ich das aufwerten. Ihr werdet geachtet. Das ist immer gut. Oh. Gebäude aufwerten, ging glaube ich noch nicht. Oh, Harald ist geboren, ein männlicher Erbe. Sehr schön. Der ist auch nicht dumm, das ist schon mal gut. Mit dem kann man einiges anfangen. Kann außerhalb der Stadt nicht gebaut werden. Verstehe. Ah. Okay.
Also wäre es ja vielleicht eine Maßnahme. Sekunde, warum wertest du nicht automatisch auf? Alles ist giftig. Alleine die Dosis ist entscheidend. Okay. Sie ist Apothekerin, also braucht sie Produktion. Und Produktion war Geschick und Klugheit. Zack. Ist es wieder raus aus den Einstellungen? Es ist aus, ja. Ich bin auch wieder auf Englisch. Ich weiß nicht warum. Ich habe es auf Deutsch gestellt gehabt. Bestätigen. Und jetzt werde ich nicht neu starten. Es war wieder so klar. Da mache ich das gleich nach der Folge nochmal neu. So. Dann werden wir ein weiteres Kräuterhaus bauen. In der Nähe unseres Zuhauses. Unser Zuhause ist wo? Moment, da ist unser Zuhause. Da können wir mich jetzt direkt hier gegenüber. Ach, hier ging es doch gerade. Hier. Zack. Bauen wir die Geschichte da noch hin und dann werden wir alle Arbeitnehmer dahin verlagern. Ich hoffe, das geht irgendwie. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss die dann alle entlassen und hier wieder reinnehmen. Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt schon fast Latte. Feierabend? Weil es Was geht ist ja das? Größtenteils darum, dass wir jetzt tatsächlich den Stadtumzug haben. Alles für unsere Dynastie. Bin beschäftigt. Was machst du? Zum Gebäude und alles abladen. Ich bin gerade beschäftigt. Hä? Was tut er? Ach, jetzt will er wieder in Produktion gehen, oder wie? Verstehe. Oder auch nicht. So, alles an. Klickt nicht immer so heftig, bitte. Du könntest ruhig auch hier auf den Marktplatz gehen. Oder in die Ach, gehst du am besten mal hier hin. Dass wir uns schön viel Ansehen jetzt heranholen. Jetzt möchte ich ja mal gucken, wie das generell aussieht. Na, das ist doch nicht hässlich. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Sehr schön. Das heißt, wir schicken das Chapeau dahin. Unsere Dynastie. Legen das jetzt hier auf die 2. Ohne Fleiß, kein Preis. Das auf die 1 und den Markt hier auf die 3. Ja, schön, wie es nicht angezeigt wird. Okay. Auf die 3. Huch. Ja, okay. Gut. Können wir ja eh nichts beeinflussen hier. Von daher, leg mal los. Hallo? 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 Escape geht auch nicht. Ich bin hier noch im Marktplatzmenü, deswegen. Ach, jetzt geht's los. Okay. Sagt er ständig, ich wäre im Marktplatzmenü. So. Ach, diesmal waren wir nur rechts, bitte, oder so, ne? Eine Dynastie ist vernichtet. Welche? Die Wanst. Ich habe keine Ahnung, wer das war und wo die waren. Aber es dünnt sich hier langsam alles aus, ne? Minus 12 von denen. Minus 8, ja, die haben mich angegriffen. Ja, was soll ich jetzt dafür? Was kann ich jetzt dafür? Also. Gut. Wo ist er? Ich kann gerade. Er ist noch unterwegs. Oh, immer ich. So, wir hatten jetzt hier in der Hütte 3 Angestellte und einen Fuhrknecht. Falsches Haus. So. Na? Erweiterung, Arbeiter. Dann sagen wir ein Fuhrknecht. 1, 2, 3. 2 von euch. Warum nicht? Warte. Warum nicht? 2 von euch laufen los. Warum nicht? Du machst das. Warum nicht? Chefo macht das. Käsetoast? Nein, kein Käsetoast. Auch keine Erdäpfel. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Och, Manu. Die Schwangere auch noch, dein Ernst? Ihr habt den Kampf gewonnen. Okay. Ja, da hat die Animation gefehlt.
Was denn los, Lothar? Bist du eifersüchtig? Nee, ein Scherge. Okay. Hier bin ich. So, ja. Wir machen hiermit weiter. Ja. Und du machst dasselbe hier drüben. Es geht schnell. So. So, die sind am Ressourcen holen. Das ist schon mal gut. Und dann würde ich jetzt mal gerne was probieren. Jemand mag euch nicht. Ja, was kann ich denn dafür? Ja, klar, die Brombergers. Ich bin immer überlegen, ob ich die einfach laufen lasse hier. Und dann aber umstelle. So. Ihr wisst genau, wo die Grenze zwischen Genialität und Wahnsinn liegt, Meister. Ja, ich weiß. Ja, ohne Fleiß kein Preis. Aha. Jetzt geht das wieder los mit den Romanzen. Ah. Wird erledigt. Und natürlich ein Bromberger, wa? Ja, ja, logisch. Das reicht's aber langsam hier. Jetzt die Polters. Greifen die einfach schwangere Frauen an? Ich fass es nicht. Robert, hältst du mal von hinlegen? So. Dann würde ich sagen, Fräuleinchen, du gehst mal eben nach Hause. Und wirst dich da ausruhen. Und dann werden wir uns mal langsam um ein, zwei Schergen kümmern. Ach, das gibt's doch nicht hier. Was ist denn jetzt los? Dürfte ich mal bitte in Ruhe und friedlich eine Dynastie aufbauen? Das wäre sehr schön. Ja, jetzt bekriegen sich hier alle gleichzeitig auf einmal, oder was? Hm. Da kommt wieder der Hans. Da ein Piranha. Oh, oh. Moment. Was macht er hier? Ich hab nichts gemacht. Der schmeißt doch Steine auf mich. Hat der sie noch alle? Hä? Aber... Nee. Der hat auf... Ach, er hat hier auf den anderen geschmissen, nicht auf mich. Oder doch? Nee. Hä? Weil er kann doch gar nicht auf mich schmeißen, wenn ich doch hier eigentlich beim Arbeiten bin. Eigentlich. Hm. Irgendwie ist gerade komisch. Aber gut, die Knete geht weiter ein bisschen nach oben. Hannelore wird bitte weiter Ansehen sammeln. Lasst mich euren Plan erfahren, mit dem ihr unserer Dynastie die Herrschaft über diesen Landstrich und darüber hinaus. Ja. Ja, geh mal pennen. Erhol dich mal. So, ich hatte mich gerade überlegt, ob ich das alte Kräuterhaus hier vielleicht noch verkaufe. Aber auf der anderen Seite, es läuft ja relativ gut, wenn ich da weiterhin den Ausdauertrank herstellen lasse. Und hier, in dem neuen Kräuterhaus, das werden wir dann erweitern. Moment. Gebäude aufwerten. Dazu brauchen wir Apotheke Stufe 2. Das müsste ja schon machbar sein, genau. Können wir uns auch fast leisten. Dann würde ich das nämlich als Haupteinnahmequelle dann ausbauen. Und die anderen Gebäude mit hinzubauen, wie ich schon sagte, damit wir halt nie wieder so eine Geldprobleme haben, weil das ist echt lahmarschig hier gerade. Schneesturm wütet im Land. Ja. Ich finde das echt heftig, wie das mit dem Gebäude reparieren hier ist. Ich hoffe, das ist später noch machbar, dass man da einfach einen Haken setzen braucht, dass das automatisch passiert. Na, da kommen sie wieder. Durch euch bin ich zu einem besseren Menschen geworden. Ah ja. Der will meine Frau. Ja, nein. Die stehen hier schon wieder Schlange, das ist doch schon wieder. Ihr habt den Kampf gewonnen. Ja, logisch haben wir den gewonnen. So, die Schwangere geht bitte wieder hier rüber. Das sind Erdäpfel. Kann man die essen? Ich habe nämlich ziemlich Hunger. Mal gucken wir gleich mal, ob sich da schon was geändert hat. Teilweise, ne? Also hier Altstadt. Altstadt müsste ja... Moment, hier unten sein, ne? Ist das hier Altstadt? Ja, das ist Marktplatz Altstadt. Und hier... hallo? Auch Altstadt? Moment. Oh, Tatsache! Das ist beides Altstadt. Ah, das hier ist alles Altstadt. Ich verstehe. Und wir haben mal wieder
eine Animation. Also ihr dürft dann starten, wenn ihr wollt. Jetzt. Ja, also da freue ich mich schon sehr auf den nächsten Patch, dass man das auch mal beeinflussen kann hier oder man eine Entscheidung treffen kann. Ein Bußgeld soll er zahlen, ja. Okay, dann würde ich gerne jetzt wieder raus aus diesem Menü. Huch! Aha. Darauf habt ihr lange gewartet. Okay. Worauf denn? Oh! 6 Gold, das ist, also ist nicht wenig, ne? Das ist schon mal mehr als ein Brühwürfel. Nun? So. Dann können wir ja auch eigentlich dauerhaft hier drüben sammeln. Huch. Aber immer aufpassen. Wegen diesen Polters hier. Kann ich etwas für euch tun? Hier geht es jetzt wirklich erstmal nur darum, ordentlich Einfluss anzusammeln und Ansehen einzusammeln. Und dann werden wir jetzt gleich noch Apotheke 2 machen. Zack. Dann können wir uns das hier nämlich mal in Ruhe angucken. Kann ich jetzt schon die Sachen herstellen? Nee. Dazu muss ich dann wohl das Gebäude aufwerten. Nicht genug Geld. Aha, okay. Aber wenigstens steht das schon mal da. Das heißt, wir müssen jetzt wieder was ansammeln. Dann kann ich es aufwerten und dann kann ich gucken, was wir da überhaupt herstellen wollen. Und bis das soweit ist, werde ich offscreen noch ein bisschen spielen und wir sehen uns dann wieder, wenn ich aufgewertet habe. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ciao!